So, beide Grödel sind an. Und jetzt auf Schneelaufen, Fortsetzung Start kommt. Das dürfte jetzt auf jeden Fall besser funktionieren. Viel besser. Mit viel mehr Grip. Oh. Guck mal, wie tief hier jemand eingesunken ist. So, das war gerade richtig beschissen gewesen mit diesem ganzen Schnee. Da ist man die ganze Zeit mit Knien reingetunkt. Da ist man eingesunken. Eingesackt, so richtig. Ich habe das meiste aber nicht gefilmt. Aber jetzt machen wir schon wieder ein bisschen Brotpause. Brotpause. Mit Wurst jetzt neues Schnee schmilzen, zu Wasser verwandeln. Aggregatzustand flüssig. Wir haben gerade aufgekochtes Schnee gesoffen. Hier ist überall Schnee. Wasser in Aggregatzustand fest. Und hierher wir laufen, desto mehr Schnee kommt. Oh Scheiße, mein Grödel ist verrutscht. Das ist unangenehm. Es fühlt sich verschoben an. Guck mal, das ist alles weiß. Das ist alles weiß hier. Es tut in den Augen weh, dieses weiße Schnee. Aber trotzdem ist hier dieses ganze weiße Schnee hier, was hier rumliegt. Man sickert hier ständig ein. Guck mal, hier vorne ist eine Spur vom Schlüsseldienst. Und hier vorne auch. Und genau da auch. Er sickert noch tiefer rein, weil er schwerer ist. Guck mal, hier vorne sind noch viel mehr diese tiefen Spuren vom Schlüsseldienst. Der ist hier komplett reingesickert. Guck mal, hier vorne sind noch tiefere Spuren vom Schlüsseldienst. Ich bin stolz auf ihn. Das hat er gut gemacht. Ich bin gerade mit meinem Fuß auch hier reingesunken, aber der Schlüsseldienst hat das noch tiefer geschafft. Hier vorne ist eine voll coole Aussicht. Aber dieser ganze Schnee hier vorne, das war dieser Weg, den wir gerade überquert haben. Der ist voll rutschig, der geht nach unten. Einmal falscher Tritt. Dann ist man da irgendwo da unten. Dieser Baum hat ein Gesicht. Dieser Baum hat ein Gesicht. Dieser Baum hat ein Gesicht. Mein Mund ist total trocken. Guck mal, hier vorne ist eine Wasserstelle. Bergwasser. Das ist richtig gut. Wir haben kein Wasser mehr. Mein komplettes Gehirn ist verstaubt. Wir brauchen auf jeden Fall neues Wasser zum Saufen. So, das Wasser ist aufgefüllt. Und schmeckt nach Metall. Schmeckt besser als das davor, oder? Das schmeckt so, als ob da ganz viel Rost und Schwermetalle drin sind. Und Bakterien. Und diese Viren von Kadaver und Kot und sowas, die sich da vermehrt haben. Eigentlich Hauptsache Kot. Der Rest ist irrelevant. Nur Kot. Naturkot. Nee, schon okay. Oh, es ist anstrengend. Das ist richtiger Tiefschnee hier. Alter! Das geht gar nicht. Oh, mein Knie tut mir weh, Alter. Komm mal. Davor ist eine Lawine. Runtergestürzt. Von diesem Fels. Ich habe keinen Bock mehr. Vor allem in Adidas Hosen. Alter. Das sieht anstrengend aus. Sieht gar nicht aus. Das sieht überhaupt nicht mehr. Oh mein Gott, die ganze Zeit. Oh.
Oh, das ist richtig beschissen, hier rumzulaufen. Es geht hier die ganze Zeit hier weiter. Wir brauchen Schneeschuhe. So, da ganz hinten, da ist diese kleine Hütte. Da machen wir auf jeden Fall gleich groß Rast. Und Helmut ist dort schon vorgelaufen. Und ich bin auch so weit entfernt mit dem Schlüsseldienst. Und dass man hier die ganze Zeit bei jedem Meter irgendwie da so reinrutscht. Oh, das strengt extrem an. Und dieser Schnee, das ballert hier die ganze Zeit gegen meine nackten Beine durch. Und das zerkratzt das Ganze total. Ja, genau, hier auch schon eine kleine Verletzung. Ja, wegen diesem ganzen harten Schnee, dass der irgendwie schön geht, durch meine Beine hier durchhaut. Es ist ein Weg mit Schwierigkeit. So ein richtig verschneiter Weg mit Schwierigkeit. Richtiger Tiefschnee. Seid ihr schon mal durch so einen Tiefschnee durchgelaufen? Schreibt es mir in die Kommentare rein. So, von da ganz hinten kommen wir. Hier sind wir diesen ganzen Tiefschnee hier hochgelaufen. Und hier vorne ist die Hütte. Hier laufen wir rein und machen erstmal länger Rast. So, meine Schuhe sind komplett durchnässt. Ich habe zum zweiten Mal meine Schuhe kurz verloren gehabt. Im Schnee, das war voll scheiße gewesen. Ich werde jetzt meine Schuhe ausziehen. Ich glaube, ohne den Grödel wäre ich heute vom Berg runtergefallen. Ja, meine Füße. Ich so auch, aber es ist komplett durch. Komplett durchnässt. Und ich habe auch noch diese beschissenen Scheißstraßenschuhe an. Die brauchen ewig zum Trocknen. Hätte ich meine meine Laufschuhe angehabt, die wären in einer halben Stunde trocken. Diesen Schutz, Umknickschutz, das ist meine provisorische Bergschuhe. Genau, umknicksicher. Deswegen habe ich das den hier mitgenommen. Das wird das Aufwärmfeuer richtig zum Laufen gebracht. Das Feuer brennt besser und guck mal, es kommt mehr Wärme an. Die Schuhe, die qualmen hier, die verqualmen hier rum. Die Feuchtigkeit geht weg, das ist super, das ist richtig gut. Inklusive diese verschimmelten Socken hier. Die sind auch total durchnässt, die ein bisschen trocken werden. Aber ich habe noch ein paar Ersatzsocken dabei, aber trotzdem will ich die trocken haben. Und verqualmt, damit die nach Rauch riechen und so. Guck mal, meine Füße, sogar meine nackten Füße qualmen so ein bisschen. Ja genau, das sind meine giftigen Füße. Und guck mal, da drüben, da ist überall Nebel. Also wir sind gerade so rechtzeitig angekommen, bevor dieser Nebel gekommen ist. Das ist schon krass, oder? Ja, hier ist alles komplett dicht. Man sieht noch nicht mal die Berge. Dieser Nebel ist jetzt gerade richtig plötzlich angekommen. Schänderlacken. Nur perfekte Bergtouren, wenn man die Socken ausdrücken kann im Schweiß. Das ist deine Unterhose. Es wird immer dunkler und guckt euch mal diesen ganzen Nebel hier vorne an. Der wird immer dichter. Der wird genauso dicht wie mein Kopf. Der kommt immer stärker her. Man sieht fast gar nichts mehr von draußen. Also diese paar Bäume, die hier vorne sind. Aber keine Berge, kein gar nichts. Es ist alles dicht. Das Feuer, das brennt. Und das macht die Schuhe hier notdürftig trocken. Die qualmen hier rum. Wir hoffen auch, dass diese Schuhe hier trocken werden. Die wir brauchen länger, um zu trocknen. Ja, Mann, die sind komplett noch durchnässt. Komplett nass. Die sind alle noch total durchnässt und nass. Das ist voll scheiße, es muss unbedingt heute Nacht trocken werden. Sonst wird das morgen richtig unangenehm und unterkühlt. So, die warme Mahlzeit ist fertig. Das wird unser Mittagessen sein, das wir abends essen. Weil wir das früher nicht geschafft haben. Da ist Thunfisch mit dieses Mais und genau, Bohnen heißt das. Und Reis und sowas drin. Genau. Das tut gut. Oh ja, sehr lecker. Guck mal, ich habe mich gerade kurz hingelegt und mein ganzer Schlafsack ist hier voller Schnee plötzlich. Das ist voll scheiße. Weil da kommt Schneesturm gerade. Das ist voll scheiße. Der ganze Schnee, der kommt hierher. Der kommt hier reingepeitscht. Richtig kalter, nasser Wind hier durch. Das ist voll scheiße.
Es ständig so ein richtig, richtig kalter Wind. Wo ganz viel Schnee auch noch durchgepeitscht wird und sowas. Der ist egal, dass das hier nass macht. Das war scheiße. Das ist das so ein richtiger Schneesturm. Boah, scheiße. Peitscht hier die ganze Zeit rein mit Schneesturm. Das ist voll scheiße. Viel zu windig gewesen und jetzt das Feuer wieder an, um hier die Füße, also diese Schuhe hier weiter aufzutauen, weil die sind komplett eingefroren. Die Schuhe müssen auf jeden Fall trocken werden. So, weil ich als einziger keine Ersatzschuhe dabei habe und genau, muss ich meine Schuhe hier anziehen, die sind total vereist. Hier ist überall Schnee drin, ich muss den ganzen Schnee rausholen. Da werde ich die über meine eigenen Füße werben. Also ich habe meine Schuhe angezogen und das ist alles so richtig durchfrostet, eingefroren, vereist. Das ganze Wasser, was da drin war, das ist eingefroren. Und genauso wie diese Schuhe, beziehungsweise ich mache das jetzt in meiner Fußwärme warm, weil ich habe abgehärtete Füße. Und hier vorne, genau, die braucht noch lange. Jetzt wird neues Wasser hergestellt aus Schnee. Aus diesem Tiefschnee, was hier neu dazugekommen ist. Das ist noch viel höher jetzt alles. Da ist bestimmt, keine Ahnung, bestimmt 20 cm oder so dazugekommen über Nacht. Weil diesen ganzen Schneesturm. Das heißt, wir werden später noch viel stärker versinken. Guck mal, hier oben sind Eiszapfen. Das sind alpinische Eiszapfen. So, jetzt wird ein bisschen Essen von gestern gebraten. Damit wir mit einem vollen Magen losgehen. Mit der Hoffnung, dass wir zwischendurch im Tiefschnee scheißen müssen. Nee. Wenn wir dann einsinken dabei. Das war richtig hart. So, Essen ist fertig. Danke, Mutti. Ja, ja. Und Essen, was Kraft gibt. So, die Schuhe, die sind immer noch nass. Und die Sohlen von den Schuhen, die sind auch noch feucht. Und guck mal hier. Hier wird Tee hergestellt. Und das windet hier die ganze Zeit rum. Guckt euch mal diesen ganzen Schnee hier an, was hier so rumweht. Es ist ein richtiger Schneesturm hier die ganze Nacht schon. Und jetzt immer noch. Es wird gleich so richtig hart sein, runterzulaufen. So, das Tee ist fertig. Das und die Röhrentee. Der Kakerlaken-Tee. Das ist Fencheltee. Das ist richtig gut. Die sind absolut nass. Das ist richtig scheiße. Die sind absolut richtig. Das heißt, du wirst auf jeden Fall Blasen bekommen. Ich werde Blasen. Das wird richtig geil sein, wenn Blasen da sind. Nein. Doch, dann die müssen ganz groß werden. Ich und dann Flüssigkeiten rausmachen dann. Das hat nicht mal mit den Taschenwärmern geholfen, das irgendwie vorzubereiten. Wo wir das die ganze Nacht vor dem Feuer gestellt haben. Ja, das ist echt ein Scheiß, das hätte ich nicht gehabt. Ja. So, schnüre meine Schuhe ein bisschen stärker zu, weil gestern habe ich die zweimal im Schnee verloren. Das ist einfach scheiße gewesen, die rauszukramen. Deswegen mache ich die nochmal zu, damit die dieses Mal nicht so leicht vom Fuß rausrutschen. Weil es war so richtig scheiße gewesen, das da rauszuholen vom Schnee.
Auf jeden Fall ein richtiger Tiefschnee hier. Guck mal, da fängt das schon an. Das fängt schon mal scheiße an. Ja. Nette Vollfettgebirgslandschaft. Ich muss schon sagen, der Schnee ist heute ein bisschen stabiler, härter. Aber man kommt da trotzdem ständig da rein. Und weil das immer härter wird, habe ich mich hier schon wieder verletzt. Hier. Ich blute schon wieder, weil das alles so aufreißt. Also bei jedem Runtersinken. Ja, ich glaube, für den Fall wäre so eine andere Hose geeigneter, aber nicht wegen der Kälte, sondern wegen Verletzung, genau, weil das schabt richtig gegen die Waden rein. Aber ein Glück, dass der ganze Schneesturm nicht mehr da ist, der uns die ganze Nacht lang belästigt hat und der ganze heute Morgen. Das war voll schlimm. Oh, man knickt da die ganze Zeit rein. Oh, ey. Es tut einfach so weh, wenn man da mit dem Bein da die ganze Zeit da reinrammt. Dieses harte Schnee. Oh. Das schraubt immer stärker auf. Ich will nicht aufhören. Wir haben noch ein bisschen Strecke. Hier ist ein Boom drunter. Alter, ich kann hier nie langlaufen. Das ist richtiges Tiefschnee hier. So sieht Tiefschnee aus und nicht anders. Jawohl, ich bin da gerade auch hier reingerutscht, in diesem tiefen Loch. Ich war bis zum Schritt da unten. Achso, diese ganzen Schneespuren von gestern, die sind alle weg von dem Schneesturm, der uns heute Nacht belästigt hat und heute Morgen. Genau, jetzt müssen wir den ganzen Weg irgendwie nochmal neu durchlaufen. Wir müssen total erschätzen, wo wir durch müssen. Ach scheiße, hier ist schon wieder so ein Weg, wo man ständig einsinkt. Oh, Junge. Wir folgen laut Navi, aber wir wissen nicht zu 100%, ob wir zu 100% direkt auf dem Weg drauf sind. Weil Nebenspur, da kann man komplett versinken. Und das kann gefährlich werden, glaube ich. Also, dass man wirklich bis zum Kopf im Schnee liegt und gar nicht mehr rauskommt. Boah, scheiße. Ich bin schon wieder eingesunken. Und guck mal, es schneit schon wieder. Es ist Winter. Also hier ist Winter. Normalerweise haben wir fast April. Laut Aufnahmedatum. Oh, scheiße. Richtig scheiße. Dieser ganze Wasser, was wir gestern abgezapft haben, der ist komplett eingefroren. Da hängen die ganzen Eiszapfen dran. Wir kommen an kein Wasser ran. Das ist voll scheiße aus. Wir müssen das wieder aufkochen. Aber wir haben auch nicht mehr so viel Gaskartusche. Also Gas in Kartusche drin, genau. Das ist voll scheiße. Ist alles zugefroren über diese, nur wegen diesem beschissenen Schneesturm. Hier sieht man die ganzen Eiszapfen. Das ist voll scheiße.
Von jetzt auf gleich, also gestern war hier alles flüssig und super, man konnte hier Wasser trinken. Jetzt ist alles weg, alles tiefgefroren, ist voll scheiße. Wir haben Durst, wir wollen Wasser, wir sind dehydriert. Guck mal, und hier an dieser Stelle, wo wir gestern hier hochgelaufen sind, da lag, glaube ich, fast kein Schnee. Und jetzt ist hier alles voll mit Schnee, alles voll mit Tiefschnee. Alles von heute Nacht entstanden. Schneit hier ununterbrochen. Aber so richtig in Strömen. Es ist ein richtig dichter Schnee hier. Ganz viele Flocken, Schneeflocken, die von dort oben runterkommen. Der produziert Tiefschnee. Der produziert noch mehr Tiefschnee. Boah. Hier ist schon wieder so ein Scheißweg, wo man die ganze Zeit einsackt. Ich habe gerade mein Grödel verloren. Ich muss das gerade wieder aufgraben. Bei der nächsten etwas angenehmeren Stelle werde ich den Grödel wieder anziehen. Oh Mann, ey. Es geht hier die ganze Zeit so. So, jetzt wird wieder Schnee gekocht. Schon voll. Das ist richtig widerlich. Echt? Ja, das ist richtig räudig. So, weiter geht's durch den Tiefschnee durch. Wir haben ein bisschen Wasser abgefüllt. Aus dem gekochten Schnee. Es geht zwar immer tiefer runter. Aber es schneit immer noch die ganze Zeit. Das ist voll scheiße. Hier ist überall Tiefschnee. Schon Kilometer weit. Wir müssen bestimmt noch 2,5 Stunden laufen bis zur Zielortschaft. Genau. Also wenn wir keinen Tiefschnee hätten, wären wir in 2,5 Stunden da angekommen. Wir wären auf jeden Fall viel später dort ankommen. Ja, so sieht dieser Weg einigermaßen entspannt aus. Oh geil, hier vorne ist Trinkwasser. Ich glaube, ich werde hier Trinkwasser auffüllen. Richtig geil, endlich. Weil dieses Schneewasser eben gerade, was wir aufgekocht haben, das schmeckt voll scheiße. Viel besseres Wasser. Das ist Wasser mit Qualität. Oh ja. Oh scheiße, hier vorne ist schon wieder Tiefschnee. Aber ich glaube nicht ganz so tief wie da oben, wo wir ganz oben waren am Anfang. Wo das so richtig, wo dieser Schneesturm war. Also hier ist auf jeden Fall viel entspannter als da oben. Da oben, da sind wir ja die ganze Zeit bis zum Schritt versunken. Da hat man Hodensack den Schnee berührt. Mehrmals. Guck mal, da oben ist ein Baum, der voll mit Schnee bedeckt ist. Eben gerade ist so ganz viel Schnee hier runtergefallen. Das sah lustig aus. Das hat mich fast auf meinen Kopf getroffen. Das ist richtig geil. Oh, scheiße. Guck mal. Mein Grödel ist gerissen. Diese Kette hier. Das heißt, ich werde ab jetzt auf den einen Schuh, also auf den rechten Schuh, keinen Grip haben. Dann werde ich ständig wegrutschen. Das ist richtig scheiße. Ich kriege den nicht mehr an meinen Schuh ran. Ich kann ihn wegschmeißen. Das ist richtig beschissen. So, wir sind jetzt auf einer richtigen Straße. Und es wird immer kälter und kälter. Es wird richtig unangenehm kalt. Die Finger und so weiter frieren. Alles friert außer meine Beine. Je tiefer wir runtergehen, desto kälter wird das. Das ist voll unangenehm, das ist voll scheiße. Die Hände frieren und sowas. Und mein Oberkörper friert auch. Also, zwar noch nicht stark, aber so langsam kommt. Das ist so unangenehm. Wir haben bestimmt noch eine Stunde zu laufen. Guck mal, das ist nicht ungefährlich hier durchzulaufen. Weil guck mal hier, von da oben, da kommen ganz viele Holzbalken rum. Und Steine und sowas. Die fliegen da ständig runter. Und wenn das gegen ein Gehirn trifft, dann ist man richtig invalid. Dann ist man richtig geistiger Invalid dann. Das wird richtig scheiße sein. Und darauf habe ich jetzt noch keine Lust drauf. Guckt euch mal diese ganzen Steine hier vorne an. Wie die von da oben da runtergefallen sind.
Hier sind ganz viele davon. Hier ist alles voll davon. Und hier dieser ganze Schutt. Das sieht auch schon so aus, als ob sich das jederzeit lösen kann und dann hier runterfällt und dann hier hin. Das ist voll scheiße. Das ist Gehirnschädigungsgefahr. Hier vorne ist wieder ein Fluss. Ein saufbarer Fluss. Den kann man richtig geil trinken. So, wir sind hier an dieser Straße hier angekommen. Wir bestellen gleich Taxi und fahren zum nächsten Bahnhof. Die Tour ist abgehakt. Wie viele Kilometer haben wir gelaufen und wie viele Höhenmeter? 1300 Höhenmeter. 1300 Höhenmeter. 18 Kilometer fast. Oder 16. 18 Kilometer. 13,6 glaube ich. So, zum krönenden Abschluss essen wir Pickel-Eis. Ja, sauf den Scheiß. Schmeckt halt nach Dill und nach Gurke, oder? Nach sauer Gurke. Irgendwie so, ja, ja. Aber auch ein bisschen senfartig. Ja, aber nicht zu schlimm. Es geht eigentlich. Das war auf jeden Fall das Geld nicht wert. Und jetzt muss ich so richtig lange Bahn fahren. Jawohl. Los, jetzt mal einen Film machen. Hier geht es zu einer weiteren Bergtour, wo wir uns in einer alpinen Survival-Situation befunden haben und wir auf einem Klettersteig wegen Lawinengefahr abbrechen mussten. Schaut euch das unbedingt auch an und abonniert meinen Kanal.